So, herzlich willkommen zum warmsten Tag im Jahr. Das Problem ist nur, die Tage werden noch wärmer. Ja, egal. Ich hoffe, das Lüften des Rechners stört nicht so sehr. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter mit unserem kleinen, aber feinen Projekt Laclecarus de Heroes. Ich habe es jetzt zurückgesetzt, wegen privaten Sachen halt. Ist jetzt auch weiter egal, aber genau, ich habe ja extra was vorbereitet. Ich habe die Datei ja schon offen. Was ist das hier? Ach, ich hatte es sogar schon zurückgespielt gehabt. Nein. Das sieht mir gerade nicht korrekt aus. Was ist das denn gerade? Nee, das ist was anderes. Das ist nicht das, was ich dachte, dass das ist. Ah, oh, okay. That's a little bit interessanteros. Das ist ein experimenteller Spielstand, den ich gerade angefangen habe, aber auf einer ganz anderen Version. Ist ja auch egal. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, nicht das, was wir brauchen. Speicherschloss ging einfach mal. Ja, kann ich haben. Einfach mal irgendwie so. In welchem Ordner auch immer das gerade speichern möchte. Ich habe keine Ahnung. Habe ich gesagt? A. Genau. Batterie. Ja. Irgendwie so, keine Ahnung. Frag mich bitte nicht. Was wir machen wollten, ist das hier. Den Speicherstand brauchen wir natürlich. Import, Dankeschön. Import-Export-Gesellschaft hier. So, weg. Weg. Das sieht schon eher nach dem aus, wo wir gerade waren. Bitte Vollbild. Dankeschön. So, ja, das können wir direkt hier mal machen. Dankeschön. So, okay, wir sind Ebene 884. Wo waren wir eigentlich in der letzten Ascension? Nein, wo war ich denn da? Das hier. Haben wir nicht viel geschafft. So, gut, dann gucken wir mal zu allererst. Was können wir mittlerweile leisten? Wie es aussieht, eine ganze Menge. Wir hatten hier oben auch, genau, Masks Samurai. Dem hatten wir ein bisschen was. Und dem hatten wir ein bisschen was gegeben. Sehr cool. So, jetzt sieht es schon viel, viel besser aus, ja? So, was wollt ihr? Oh, sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, ob jetzt beide wieder sterben werden. Hatte ich ja letztens mal erzählt gehabt, die Situation. Wo ich auch zwei hatte und dann beide gestorben sind. Danke dafür. So. Da müssen wir jetzt erstmal warten, bis das Spiel hier überhaupt mal, ne? An einem Punkt, wo wir was Sinnvolles machen können. Ich muss mal überlegen, das war eigentlich relativ dumm von mir, ne? Also nur in Aufnahmen hier weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer eine gute Idee ist. Ich schätze mal eher. Ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich will aber offscreen eigentlich nicht so viel machen. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir so vorankommen. Weil jetzt haben wir gerade zum Beispiel nichts zu tun, sondern können eigentlich warten, bis der eitel ist. Bis er fertig ist hier mit dem, ne, bis er wieder im Bereich kommt, wo es nicht weitergeht, aber der Bereich wird lang auf sich warten lassen, so viel Heroes sollte wir haben. Wir sollten also vielleicht tatsächlich, muss ich quasi mal offscreen ein bisschen weitermachen, ne? Mache ich quasi doch offscreen so weit, wie ich quasi komme, bis ich halt irgendwo hängen bleibe. Und dann machen wir halt dann, aber wie gesagt, nur mit ab und zu reingucken, also wie gesagt, mit Combo aufbauen oder sowas, dass der Browser die ganze Zeit offen ist, mache ich definitiv nicht. Aber halt ab und zu reinschauen, ab und zu den Spielstand beim Öffnen.
um zu gucken, ob was gemacht werden kann. Also, ja, kann natürlich was gemacht werden, klar. Genau, dass wir hier halt irgendwie auch ein bisschen weiterkommen. Wir haben neue Guilds, das ist aber sehr schön. Na gut, okay, verstärken uns jetzt nicht wirklich, die Dinger zu öffnen. Dread Knight. Ah. Weg. So. Ja, Dread Knight macht so überhaupt keinen Sinn. Frostgrave ist bei 50%. Ja, siehst du. Die heben sich ungefähr auf. Sind beide bei 50%. Sehr schön. Aber es ist doch eine ganz gute Idee, beide zu leveln. Oh, ein Fisch. Wie ist eigentlich gerade meine CPU? Der geht ganz gut. Achso, ich habe im Hintergrund auch noch meinen Hauptspielstand hier offen. Upsala. Sollte ich den schließen? Macht das Sinn? Sonst habe ich hier zwei Spielstände offen. Nee. Oh, Alter, wow. Ja. Na, wird schon. Die CPU hat noch Luft nach oben, also alles gut. So. Genau, die brauchen hier mittlerweile. Wir könnten tatsächlich auch transzenden. Ich weiß nicht, inwieweit das sinnvoll ist, jetzt zu transzenden tatsächlich. Ich meine, für 21. Da haben wir. Ne, da kriegen wir eigentlich gar nichts. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht tatsächlich überhaupt keinen Sinn. Okay, Feierabend. Sorry, aber du musst weg. Bye bye. Auch wenn die CPU nicht ausgelastet ist, irgendwie stockert meine Aufnahme dabei. So, schon viel besser. So, okay. Ja, wie gesagt, 21. Ich weiß nicht, ob das hier was bringt. Eigentlich gar nichts. Ich könnte zwar hier ein bisschen investieren, ja, aber eigentlich nicht. So, gut, dann gucken wir mal rein hier bei unserem Dingsterbumster, ja, bei unserer Gilde. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Zum einen, ja, habe ich hier heute die Dinge besiegt. Das heißt, ich kann davon hier das Reward einfahren. 100 brauchen wir noch, dann sind wir Level 2. Können wir endlich mal gucken, was das für Vorteile bringt. Und dann ist hier noch dieser klassische Wald. Da können wir auch ein bisschen was. Von gestern. Habe ich gestern keine. Stimmt, ich habe gestern gar keine Aufnahmen gemacht. Oder? Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Stimmt doch, gestern habe ich keine Aufnahmen gemacht. Das war vorgestern Abend, wo ich die Aufnahmen gemacht habe. Gott, sind das schon wieder 2 Tage her? Oder bin ich gerade dumm? Wait a minute. Time, Play, Science, First. Ja, doch, tatsächlich, sind schon 3 Tage. Lol. Ja. Ich mache auch heute tatsächlich nur eine Aufnahme. Für euch kommen trotzdem 2 Folgen jetzt den Tag. Einfach weil ich noch ein. Ne, also ich hab jetzt noch 2 Tage Vorlauf quasi. Danach bin ich dann quasi gesynkt in Time. Ja. Um es mal mit modernen englischen Wörtern zu sagen, die keiner versteht. Inklusive mir selbst. Ja. Na gut, das hat ja voll viel gebracht, diese 5 Hero Souls, das ist egal, komm, egal, ja. Ah ja, White Boss. Da war ja was, die Dinger bringen ja auch nichts. Effektiv. Außer in den allerersten Leveln. Das ist natürlich traurig. Ich habe gesagt, da bin ich mal gespannt. Vielleicht, ne, was sich hier später so ergibt mit dem Ding. Ob der Reiter denn später vielleicht doch wieder Sinn macht, dass vielleicht deswegen das Ganze auch überarbeitet wurde, weil es halt keinen Sinn gemacht hat. Ich meine, man kann hier zumindest irgendwie in Leveln aufsteigen. Ich hoffe immer noch, dass man dadurch Ingame-Vorteile hat. Auf jeden Fall bekommt man ja hier auch Rubine und so ein Scheiß, ne? Man bekommt Rubine und
Ja, eben genau, hier diese Emotional Souls und Rubine bekommt man. Also das Einzige, was man bisher in-game bekommt, sind Rubine. Ja. Mal gucken, ob das was bringt. Ich meine, wir bekommen 20 Rubine. Damit könnten wir zumindest jeweils immer zweimal 8 Stunden kaufen. Also darf man vielleicht nicht unterschätzen. Ja? Sollte man vielleicht doch ein bisschen den gebührenden Respekt zollen. Ha, wir haben mittlerweile die 1000er-Mark überschritten, auch sehr geil. Wir haben mittlerweile auch die Anzeige hier. Wir haben 30% Primal Chance. Wir müssen unsere Primal Chance definitiv erhöhen. 9 Monster per Song, 3% 12. Ne, das ist natürlich super wenig, aber ist für die, ne, wir sind ja gerade erst am Anfang, da ist es völlig normal, dass man nur 3% Treasure Chest Chance hat. Treasure Chest Chance, Alter. Ja. Aber das mit diesen 30% Primal Chance, das geht definitiv besser. Die Frage ist, achso, haben wir jetzt sogar schon. Oh ne, okay, dann geht's auch nicht besser. Ah, wäre hässlich. Hey, Momentchen, man, müssten wir nicht mittlerweile 34% haben? Gott, wie schnell sinken denn diese Prozent? Wenn wir bei Level über 1000 bereits noch 30 von 34% haben. Das ist ja mal richtig heftig, schnell abfallend, was auch immer. Interessant. Ja gut, das, dann müssen wir also auch definitiv auch bei Admin hier was reinstecken. Der Typ hier. Ach, fuck. Ja. Ah, tja, ich würde mal sagen, dann warten wir mit dieser Transcension doch nicht so lange, dann machen wir doch relativ schnelle Transcension, damit wir sowohl hier, aber vor allen Dingen dann auch tatsächlich bei den beiden was reinstecken können. Weil dann scheint hier der doch gerade am Anfang sinnvoller zu sein, als ich dachte. Wie gesagt, im späteren Spielverlauf sind die beide relativ sinnfrei, weil, ja, ne, bei unserem Let's Play damals in der zweiten Staffel, da hatten wir ja am Ende eine Primal Chance von fast 300% oder sowas. Also auf jeden Fall über 200%, was, naja, brauchst du nicht. Also mehr als 100% macht keinen Sinn. Von daher, aber wie gesagt, gerade jetzt am Anfang, wenn wir, ne, gerade mal jeder dritte Boss ist ein Primal Boss, das geht echt besser, das geht echt besser. Boss Health ist tatsächlich relativ gut. Ah, Boss Timer. Können wir da irgendwas machen? Nein! Was habe ich getan? das wollte ich eigentlich nicht, aber naja, egal. Boss-Timer. Wo ist denn das Boss-Timer? Ach, siehst du, das Ding gibt es ja auch noch. Ah, ist aber super teuer für super wenig Effekt. Was ich eigentlich machen wollte, ist Boss-Timer. Da, genau. Okay, ist pro Level eine Sekunde. Ist aber dafür einer der ganz teuren. Egal, das heißt auf Level 10... Und bis Level 10 kriege ich ihn locker. Bing! Wären das tatsächlich schon 10 Sekunden? Ach ne, guck mal. Next Level 1,97 Sekunden. Das heißt, es ist eine fallende... Nein. Ich wollte gerade fallende Flanke sagen, aber das hat gerade damit überhaupt gar nichts zu tun. So überhaupt nichts. Aber der ist auch gar nicht so teuer. Ist gar nicht einer der... Obwohl doch, klar, was labert, doch ist einer der ganz teuren. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, eigentlich könnte ich die doch locker bis Level 15 hieven, oder? Na gut, macht jetzt aber keinen Sinn mehr, ich bin jetzt bereits fortgeschritten, von daher hätte ich das gleich von Anfang an machen müssen. Ja. Wie sieht es hier aus? Level 50... Na gut, 10 Level mehr bringt gar nichts. Lassen wir auch mal so, wie es ist. 2 Sekunden Golden Klicks. Stimmt, bei Golden Klicks wollte ich noch gucken. Das können wir tatsächlich mal machen. Wobei ich persönlich ja lieber eher auf Idlen gehen würde, ne? Alter, dass ich jetzt hier die ganzen Viecher gekauft habe, Alter, ist doch schon wieder zum Kotzen. Da hältst du doch im Kopf nicht aus. Kann ich einfach respecken? wäre zwar die Verschwendung meines Lebens, aber hey. Wenn ich die erste Verschwendung meines Lebens. Von daher. Tja, die Frage ist, wie lange geht das jetzt hier noch?
Ich dachte, wir können es in der Folge ascenden, aber irgendwie lässt sich das Spiel erstaunlich viel Zeit. Gerade. Gucken wir mal. 1,7 bei Level 10. Nee, nee, das bringt auch nichts. Ach, scheiße. Ach, Mann. No. Am Anfang ist es immer echt träge. Man hat viel zu viele Monster pro Ebene. Man hat viel zu wenig Primal Chance. Man hat alles scheiße. Es ist ein Albtraum von der Gleichen. Was läuft hier ab? Click Damage. Ja, bringt genau gar nichts. Berserker. Im Mitteltektor. Ja, bringt auch nichts. Das ist alles nur von falschen Guilds, die wir alle gerade nicht brauchen, weil wir sowieso Insta-Killen. Die ganze Zeit. Durchweg. Ist schon nicht schlecht. Wie hoch ist eigentlich gerade unsere Critical Chance? 9%. 560? Warum ist der Wert so hoch? Ach so, ja, stimmt, da zählt ja auch der Typ hier rein. Der Typ. Ja. Nice. Okay. Dann erklärt sich der Wert von selber. Die Frage ist, wie lange geht das jetzt hier? Im schlimmsten Fall dauert das Ganze jetzt noch 3 Jahre. Bis wir am Punkt kommen, wo wir, ne, wo es anfängt, nicht mehr zu instackeln. Können wir hier noch irgendwas machen? Man, das sind halt noch 100 Stück. Damit ich endlich weiß, was hier das Level Up bedeutet. Warte mal kurz, vielleicht kriege ich ja, vielleicht kriegt man darüber ein bisschen ein paar Informationen raus. Clicker, Heroes. Gott, ist überall mit Bildern, Alter, ist ja schlimm hier. Da macht man einmal ein Update von Chromium und schon ist alles anders. Ja, heftig. Clicker, Hero. Wait. Gucken wir einfach mal. Mal gucken, was da kommt. Clans. Die Frage ist, ist Wiki überhaupt schon aktuell? Oder ist das immer noch auf dem Niveau von 1.11? 1E11? Ah, guck mal hier! New Raid System. We have revamped the entire... We? Warum? We? Ich dachte, dieses Wiki ist von Fans und nicht von den, von den Entwicklern an sich, weil eigentlich würden ja nur die Entwickler We sagen. Die anderen würden Read, also mit Doppel-E und E und D. Ja, okay, lassen wir das. Immortal Souls can be used to increase your level and thus increase your damage per click against. Ja. Well, you start again, only small amount of rubies. The stronger you go, the more rubies, ja. Raid Classes, ja, Immortal Army, ja, Bonus Fights, After Completion, ja, Immortal Locking, kennen wir auch, Check-In, Pet Achievement, for being zone, okay, a pet from, not every Immortal will take your entire worst of 10 to beat, so as long as you show up every day, even if the Immortal is dead, you can check in for the reward. Achso, ja, okay, das ist quasi einfach nur, dass auch wenn er schon tot ist, durch andere getötet wurde, kriegen wir trotzdem Reward. Okay, es gibt bei diesen Immortals scheinbar auch ganz schön viele Zonen. A post from the future, yeah, some other key difference compared to the old system. If you only load clicker, the fight time is 16 seconds, the best score. Legacy white system, machinery, yeah, for vent, entire clan tab is there. Ja, aber hier steht nichts, ob das irgendwie auch außerhalb dieser Clan-Kämpfe irgendeinen Effekt hat. Ich gehe also mal davon aus, dass es tatsächlich außerhalb des Clans überhaupt keinen Effekt hat. Außerhalb, na klar, man hat natürlich mehr Rubis, ja, aber abgesehen davon, also direkten Einfluss darauf hat es nicht. Das ist natürlich schade, ne? Ich dachte, es wird eher so RPG-like mäßig, dass das quasi auch das eigentliche Gameplay quasi ein bisschen verändert. Oh, Player Level 1. Ah, guck mal hier. Souls for the next level. 600.
Ui, du steigst aber ja schon stark an, ja. Achso, immer mal 3. Ne, passt aber auch nicht ganz. Also hier ist ja mindestens mal 3, ne? Hier ist irgendeine Scheiße wie mal. Ist das mal 2,5? Warte mal kurz. 18, das wären. Doch, genau. Mal 2,5 kann das sein. Ne, haut auch nicht hin. Oder? Ach, bin ich jetzt gerade dumm? Wait a minute. Was? Was? Nein, ihr haut nicht hin. Weil hier, ne, bei den ersten beiden ist es genau 2,5. Ach, 3,5. Upsala. Ich kann nicht rechnen. Ha! Ja, meine ich doch. Aber der Wert wird immer kleiner. Wobei hier ist immer 3. Achso, steht da hier auch extra drüber. X3 auf Last Level. Müsste hier nicht noch The dazwischen sein? Das Dreifache auf The Last Level? Ah, obwohl vielleicht. Ja. Doch, das The kann man auch weglassen, alles gut. To calculate the cost of the next level, you use the formula lalalala. Kennen wir. For each lalala. Also, near the end of September, discover a bug at the clan white, basically. Out of the deck, you're a marshal and did not kill it. Then I could save your game and then export it. So one hour time worth with it, but the damage you did to the mortal not. Which result in the player getting very high damage. Obviously this is patched shortly. The unknown. Lol. Ja gut. Trivana Class across platform mini player, that's not, and they have absolutely no effect on the more on the world. Clans we introduce in patch, yeah, people play Colmath or Xbox and have the clan access. Haha. The clicker Hebrew official site doesn't know la 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 la, there's a book in the house memory. When you play, has a buff of 1 million. The players will get stacked as a few zones before and one quiz again. LOL! Kann ja mal passieren. Ne, das bringt uns also gar nichts irgendwie, das hat überhaupt gar keinen. Ja, nö, also. Na ja, ja. Ah, gut. Oh, schicke Grafiken. Ja. Okay. Das heißt also, es hat tatsächlich überhaupt keinen Effekt. Das ist natürlich richtig schade. Ach, was soll's. Finde ich ein bisschen traurig. Aber vielleicht wird das ja später noch, ne? Vielleicht ändert sich das ja später noch. Das kann natürlich sein. Ach, Herr Minischen. Sind halt immer noch im Insta-Killer, gerade mal bei Level 1250 so. Das dauert alles ewig. Leider sieht man hier auch nicht, wie stark die Monster gerade sind, obwohl doch ganz kurz, hat gerade aufgeblitzt. Ungefähr so 53. Gut, wir haben 95. Das heißt, wir sind noch viel zu stark. Warte mal kurz, kann ich das eigentlich gerade unterbrechen? Wenn ich jetzt einfach so mache hier. Ach, ne, 93, nicht 53. Na gut, jetzt sind wir gar nicht so viel da drüber. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir bald aus der Instakill-Phase rauskommen. That is interesting. Sogar ohne Idle-Bonus schaffen wir hier einfach den Boss. Easy. Ohne Skills, ohne alles. Schön, finde ich geil. Kann man auf jeden Fall machen. Ach Gott, Alter. So, auf jeden Fall so ungefähr 1E94 ist der aktuelle Schaden. Mal gucken wir mal, wie viel wir im Idle haben, um mal zu gucken, wie viel wir quasi, naja, zu stark sind, kann man nicht sagen. Also, ja. Ich weiß doch gerade nicht, warum ich das mache. Aber es interessiert mich halt einfach mal. Ne? Oh, 96. Upsala. Dann sind wir wirklich ein bisschen sehr stark. Aber trotzdem vielleicht gar nicht so stark. Ja, obwohl doch. Alles gut. Nein, nee. Wir sind noch sehr lange in der Insta-Kill-Phase. Ach, Männchen.
Tja, also dann werde ich es auch wirklich auf jeden Fall so machen, wenn wir ascenden sollten, werde ich auf jeden Fall offscreen immer ein bisschen fortschreiten, weil das kannst du ja so nicht machen. Das funktioniert ja so gar nicht. Wir können ja schlecht eine Folge eine halbe Stunde lang zusehen, wie die ganze Zeit nur rum instakillt. Das bringt ja nichts, von daher. Oh, guck mal, der erste Boss gerade eben hat er schon nicht mehr ganz so insta gekillt. Ist das ein Wort? Irgendwie schon. Das heißt, wir kommen langsam echt aus der Insta-Kill-Phase raus. Oder war es gerade ein Glitch? Werden wir gleich sehen. Ja, es blitzt doch jetzt mittlerweile häufiger auf. Ich glaube, wir sind wirklich aus der Insta-Kill-Phase raus. Oh ne, jetzt war gerade schon wieder der Boss Insta-Kill. Verstehe ich nicht. Sehr suspekt das Ganze. Sehr suspekt. So, hier haben wir eigentlich soweit. Was wir mal ganz kurz gucken könnten, ist, ob wir hier mittlerweile ein paar Dinger minimieren. Wobei es macht noch keinen wirklichen Sinn. Machen wir später mal mehr mit dem Minimieren, dass wir quasi nicht immer alle kaufen müssen, sondern nur so ein paar, die halt wichtig sind. Aber glaub mal, so weit sind wir noch gar nicht. Außerdem bringt Minimieren gerade sowieso eher wenig, weil wir sowieso bald transzenden. Und nach Human Transzenden müssen wir ja sowieso alles wieder neu auf- und zuklappen. So, ich will mal kurz gucken, was die so für Upgrades haben. Es war, glaube ich, alles Nonsens, aber vielleicht ist da doch irgendwie mal was mit bei, was vielleicht ein bisschen Sinn macht. Nee, ist alles nur Eigenschaden. Auch nur Eigenschaden. 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 Ja, okay, ist wirklich alles Nonsens. Kompletter Nonsens. Alles bloß Eigenschaden. Na gut. Was soll's. So. Gib mal die ganzen Bills, ja? Was? Okay, man darf nicht zu schnell klicken. Sonst wird das Spiel aggro. Oh. Okay. Ja. So viel zu dem Thema. Jetzt haben wir immerhin beide schon 60 Guilds. Gar nicht mal so schlecht. Plus 27.000 Damage. Also Prozent Damage. Das ist nicht schlecht, das ist echt nicht schlecht. Tja, bald müsste eigentlich auch der hier oben an sein Limit laufen, ne? Ist der immer noch so voll effektiv? Oh, 78%, der ist ja noch voll effektiv. Alles gut. Wobei in dem Wiki stand, dass er nur bis Level 2000 so effektiv sein soll, ne? Und der ist jetzt schon weit über Level 2000. Ist ja. Holla die Waldfee. Oder galt das nur für die anderen? Wir gucken mal nochmal. Power 5. Lala. So, The Masked Samurai, wo ist denn der Hurensohn? Ach, links sind die Namen, schon wieder. Ich habe gerade hier gesucht, aber hier sind die Namen. Da. Ja, genau. Und da sind wir schon längst drüber. Das heißt, er müsste bald anfangen, ineffektiv zu werden. Dachte ich eigentlich. Aber gut, vielleicht ist er deswegen immer noch effektiv, weil Frostleaf quasi auch schon längst ineffektiv ist, ne? Dass quasi beide gleich ineffektiv werden, wenn man so will. Weil eben, wir sind hier ungefähr immer 1000 Level drüber, oder? Ich meine, Samurai hat 3400, er hat 2600, ja, also so knapp 1000 Level ist er da drüber. Ah, du dachtest, das kann also durchaus hinhauen, dass einfach beide zwar ineffektiv werden, aber wohl halt beide ineffektiv werden, dass sich quasi wieder eins zu eins ausgleicht. Okay. Und wir scheinen langsam aber sicher komplett aus der Instacle-Phase rauszugehen. Man kann teilweise gerade bei den Bossen mittlerweile richtig zugucken, wie der Balken runtergeht. Oder auch nicht. Sehr suspekt.
Kann ich mir nicht. Summoner Boom! Ah, siehst du, gerade hat man wieder den Balken gesehen. Da scheinen wohl die Bosse doch nicht linear, also nicht gleichmäßig zu skalieren. Oder es kommt immer deswegen, weil ne, manchmal kann er direkt davon Level-Upgrade kaufen, manchmal halt nicht. Ah, siehst du, jetzt habe ich gerade richtig hart gesehen. LOL. Bitteschön, können wir wirklich bald anfangen zu transzenden. Zu ascenden. Transzenden bringt doch nichts, mit 23 macht das keinen Sinn. Wir werden also auf jeden Fall noch mindestens eine Ascension machen. Die Frage ist halt nur, wie viel wir machen wollen. Wo wollen wir landen? Wollen wir jetzt erstmal direkt bis 100 gehen und dann transzenden erst? Oder sagen wir einfach, okay, wir machen noch eine Ascension fix und danach transzenden wir so oder so? Ich würde mal sagen, wir gucken mal bei der nächsten Ascension, wie viel wir denn rausbekommen. Und entscheiden einfach danach, denn nach Bauchgefühl, ob ja oder nein oder so. Aber wie gesagt, ich will hier diese Xylit haben. Ich will diesen, diesen Typ hier haben. Der ist... Und Atmen. Also die Fähigkeit von Atmen hier. Die Erhöhung da. Das sind beides schon Sachen, die hätte ich doch echt arsch gerne. Ich glaube ja. Eine Ascension machen wir noch. Und dann transzenden wir tatsächlich. Ich denke mal, das macht Sinn. So, mittlerweile sind wir hier aus der Instacle-Phase komplett raus. Oder? Ne, hier sind wir wieder drin. Oh. Scheint doch sehr zu schwanken. Na, wie gesagt, scheinbar je nachdem, ob wir gerade Level gekauft haben oder nicht. Wisst ihr, man sieht das hier teilweise immer so rotes Pünktchen. Das heißt, wir sind scheinbar langsam wirklich aus der Instacle-Phase raus. Ich meine, spätestens bei Level 500, 1500, werden die Monster wieder stärker? Weil, ich weiß nicht, es ist ja irgendwie alle 500 Level, werden auf jeden Fall die Bosse wesentlich stärker. Ich weiß aber nicht, ob das auch für die normalen Monster gilt oder ob die einfach durchweg gleich skalieren. That's a good question. Gott, wir müssen halt eine Menge kaufen. Treasure Chest Chance will ich auf jeden Fall ein bisschen weiter oben haben, aber ich glaube mal, da müssen wir nicht extra einen Agent für kaufen. Einen Outsider. Wir konzentrieren uns also tatsächlich wirklich ausschließlich auf Xylit. Nein. Bob und Wagast. Wait a second. Ja, genau, die werden immer teurer. Ja. Das heißt, angenommen, wir kommen auf ungefähr, na, ich sage jetzt mal Apfelkuchen. Also, angenommen, ich will die alle auf Level 5 haben. Dann bräuchte ich 15, also 45 Ancient Souls. Doch, genau, Ancient Souls. 45 Stück bräuchte ich dann. Das heißt, hier brauche ich dann auch noch mal ein, wobei ich den gleich auf Level 10 schicken kann. Dann brauchen wir also 45, 51 und den auch auf Level 5. Dann brauche ich noch mal 9 Stück dazu, also quasi genau 60 Ancient Souls. Gut, dann heißt es, dann müssen wir bei der nächsten Ascension definitiv bis 60 Dingsterbumster kommen. Wir sind schon wieder in der Instakill-Phase. Sag mal. Ist ja lol hier. Genau, müssen wir also auf jeden Fall bis 60 Ancient Souls kommen. Dann sind wir auf jeden Fall im guten Bereich. Können wir alle unsere Träume verwirklichen? Ob wir jetzt noch schon bis Lilien kommen? Ich will mal gerade ganz kurz gucken. Obwohl, nee. Ich wollte gerade gucken, wenn ich jetzt die hier auch kaufe, wie viel Prozent die dann bekommt, also wie viel Prozent die bringt. Aber damit ich das vergleichen kann, müsste ich die auch erstmal gilden. Darauf habe ich gerade überhaupt keinen Bock. So, also überhaupt keinen Bock. Ne?
Gut, ich würde mal sagen, bis Level 1500 machen wir noch und dann senden wir einfach. Dann fangen wir nochmal eine neue Ascension an. Und ja. Dann schauen wir mal weiter. Auf der Leiter. Aber wie scheiße effektiv wir halt sind, ne? Holy shit. Sind wir eigentlich mit Aktivspielen wesentlich stärker? Nee, ne? Nee, kann gar nicht sein. Weil wir haben auch sehr viele Agents hier für aktive Spielen. Das heißt, wir haben mit aktiv definitiv mehr Power als jetzt hier mit passiv. Wobei wir beim Aktivspielen wiederum kein Gold mehr bekommen. Ne, also dieser Goldbonus von, wie heißt der Typ? Nee, Libertas war das, ne? Sind viel zu viele. Hilfe! Da. Genau. Immerhin 36.000%. Aber gut, ist es nicht so viel. Ne? Also, ja, ist eine Menge, aber nur doch eigentlich schon. Eigentlich schon. Oha. Der Boss hat gerade fast eine Sekunde gebraucht, Digga. Voll lange. Okay, langsam kann man echt zugucken. Na, gleich geht er bis 3000, dann bekommt er einen 10-fach-Bonus. Dann sind wir wieder in der Insta-Kill-Phase. Ganz klar, danke dafür. Oh Mann, Alter. Oh, schon mal wieder Instakill. Was natürlich klar ist, ne? Wenn wir mit einmal den einfachen Schaden machen, dann macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. Ganz klar. So, wo bist du? Du bist auch bald bei der nächsten Tausender Grenze, aber da ist noch ein bisschen hin. Gut, so viel auch wieder nicht. Holla die Waldfee. So, rechnen wir, sind wir bei 1500. Ja, siehst du, jetzt mit einmal. Ah, ich weiß nicht, fühlt sich gerade so an, als wenn es langsamer geworden wäre, aber kann auch täuschen. Ja, siehst du, jetzt ist es wieder schneller. Hat er so bloß getäuscht. Aber man merkt, aus der Instacle-Phase sind wir jetzt definitiv raus. Ich will noch mal gucken, wenn wir jetzt hier aktiv spielen. Ah, doch, da haben wir auch Instacle. Vor allem, wenn wir dann hier unsere Skills einsetzen, haben wir auf jeden Fall Instacle. Klar. Aber auch so mit einem Aktivspiel sind wir auf jeden Fall stärker. Spätestens, wenn die Combo sich aufgebaut hat, ist man mit einem Aktivspiel definitiv stärker. Das ist klar. Gut, dann würde ich mal sagen, wir es händen. Dann respecken wir einfach mal, weil mir sind das ja jetzt hier gerade ein bisschen zu viele, die rumplänkeln. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 25. Respec, ja. So, wir nehmen dich auf jeden Fall rein. Dann räumen wir hier noch mal was quasi ein bisschen auf.
Achso, siehst du, wir können auch eigentlich jetzt direkt hier auf Passiv konzentrieren. Das heißt, der kann eigentlich auch raus. Oder? Sollten wir uns komplett auf Passiv konzentrieren oder sollen wir doch noch ein bisschen aktiv bleiben? Aber wie gesagt, auf Aktiv habe ich persönlich halt überhaupt keinen. Ne? Nee. Wir konzentrieren uns komplett auf Passiv spielen. Fängt ja gut an. Dann ist es auch noch mal etwas übersichtlicher. Ne? Kumawakamaru. Maru. Genau, der hier auf jeden Fall noch. Und das müsste es eigentlich im Großen und Ganzen schon gewesen sein. Oh, hui, jetzt war aber hier beinahe. Das wäre eine Schande gewesen. Ja, komm, den können wir auch nehmen, aber ehrlich gesagt, ach komm. So, und jetzt dürfte eigentlich nichts mehr, also zumindest fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein, was hier noch fehlen könnte. Nö, sieht aber jetzt gut aus, ja. Was bist du? Achso, alles bloß noch für irgendwelche Skills. Gut, sieht aber jetzt gut aus. So, das heißt, wir können jetzt mal. Nein, das macht voll gar keinen Sinn. So, nochmal 10. Ja, auf jeden Fall. Bei dem lohnt sich das auf jeden Fall. Genauso wie auch bei Kumawakamaru. Da lohnt sich das auch. Wobei, ich gehe hier tatsächlich mal doch nur bis Level 15. Die einzige wirkliche Ausnahme ist halt wirklich hier Admin. Der ist der einzige, wo es wirklich wert ist, den so weit hoch zu powern. So, so, so. Und die anderen sind alles preiswerter, oder? Ja. Also außer der hier, der ist ein bisschen außen vor. So, gucken wir mal ganz kurz. 1000 kriegen wir auch hin. Na gut, 10.000 natürlich nicht, klar. Doch, würde ich fast machen. Dann bleiben wir. So. 1000 Watt, ne? Das heißt, 999 kommen dazu. Macht das gerade Sinn? Doch, macht voll Sinn. Genau. Ach, Alter. Oh. So. Danke. 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 Alle bedient? Ach, hier oben noch nicht. Oder? Es ist, nee, ist ein Preiswerter. Doch, genau, ist ein Preiswerter. So. Jetzt haben wir alle, außer diesen komischen mittelteuren, den Typen. Bei dem weiß ich nicht genau, was ich da mache. 1000 ist auf jeden Fall zu teuer. Wir machen erstmal 99. So. Dann gucken wir mal. Weitere 1000 Level. Weitere 100 Level meine ich doch, können wir auf jeden Fall machen. Und langsam wird es teuer. Einmal mache ich mal nochmal, so, und dann reicht es auch auf jeden Fall. Ich bin halt da halt am Überlegen, ob wir hier tatsächlich nochmal ein bisschen was opfern sollten, aber ganz ehrlich, wir haben nicht mehr so viel. Das macht technisch gesehen keinen Unterschied. Ne, wenn ich jetzt hier nochmal einmal 1000 kaufe, dann hat er zwar den doppelten Effekt. Dafür verlieren wir hier aber fast die Hälfte. Also, okay, ein Drittel, aber es hebt sich halt relativ stark auf. Von daher, ich würde mal sagen, wir lassen das mal so. Wir sind so schon relativ gut aufgestellt. Na. Das sollte dann auf jeden Fall passen. Ach so, ja, gut. Danke. Genau. Danke. So. Kommst du?
Aua. Mein Bein schmerzt. So. Achso, ich weiß nicht warum immer ab und zu, weil den gerade eine Goldkiste kommt oder sowas. Da kann es natürlich sein. So. Ach stimmt, siehst du, die ganzen Glitz müssen wir doch wieder neu verteilen. Open All. Na ja, gut, so viele sind es gar nicht. Ja, lass ich einfach so, wie es gerade ist. So viel haben wir da ja jetzt nicht hinzubekommen. Wobei das so schon echt scheiße aussieht. Ach komm. Was? Nein, da. Ganz ehrlich. Wie war das jetzt? Die Q-Taste, ne? Ja. 140, also immerhin pro Typ 10 mehr. Das kann man, das kann schon einen dezenten Effekt verursachen, denke ich mal. Shift. Hast du jetzt? Ja, ich halte doch Shift gedrückt. Okay. Ah, komm. So, wie viel haben wir doch drüber? Okay, komm. Alles gut. Wir hätten noch ein Gild mehr gebraucht. So, schon sieht das Ganze auch besser aus hier. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Na komm. Mache er hinne. So, hier, genau, ist hier jetzt alles im Buddha. Hier haben wir auch alles gemacht. Hier gibt es nicht viel zu sagen. Hier haben wir alles gemacht. Ja, gut. Dann sind wir soweit tatsächlich durch. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Gut, die Folge geht jetzt mittlerweile auch schon eine Dreiviertelstunde. Nice. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, ne, die jetzigen Folgen, gut, wir haben jetzt quasi eine halbe Stunde fast verschwendet. Aber wie gesagt, die Folgen jetzt, die werden einfach so lang, wie sie halt lang wären. Ja, ist halt so. Dauert hier aber. Man sieht teilweise nicht mal die Monster. Oder man sieht sie fast nie. Manchmal sieht man so eine Frame lang das Monster hier aufblitzen, aber das ist so selten. Man könnte denken, die Monster sind vom Aussterben bedroht. Was ja witzigerweise auch irgendwie sind. Ich meine, wir killen die gerade die ganze Zeit durchweg. Ne, kommt mal neuer ans Tageslicht, ist er direkt weg. So, hier oben haben wir alles. La 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 la. Batman. Ja. Aber ich freue mich schon, wenn wir irgendwann Kumawakamaru so weit haben, dass wir nur noch zwei Monster pro Ebene haben. Also von der Zeit her effektiv ein Monster. Und ich dann hier quasi mit dem Nachkaufen gar nicht mit daherkomme. Weil jetzt hier die ständige Warten, bis man das nächste Mal kaufen kann, ist ja schon dezent deprimierend. Aber gut, wir sind gleich fertig. Dann kann ich die Folge mit gutem Gewissen beenden. Und dann müssen wir bloß noch bis morgen irgendwie schaffen, hier auf 60 zu kommen. Ich denke mal, das ist machbar. Wie gesagt, ich werde jetzt auch zwischenzeitlich immer mal ein bisschen reingucken, wenn sich gerade so die Zeit ergibt. Von daher können wir quasi dann immer die Folgen direkt damit starten, dass wir quasi senden können. Dann die ganzen Stuff-Kacke hier machen, ne? So wie Guilds und Clan und Engines neu kaufen und halt dieses ganze organisatorische Gedings. Ja. Oh mein Gott.
Eigentlich müsste, wenn ich jetzt das und das und das hier aktiviere, genau, bleibt der Idle trotzdem drin. Weil das alles Sachen sind, die nicht aktiv irgendwie was klickenderweise machen. Sehr nice. Selbst das hier kann ich aktivieren. Oh, ein Fisch. Kann ich noch was aktivieren? Ja, ich meine, ich könnte das hier aktivieren, das macht aber keinen Sinn. Genauso wie das hier, macht auch keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Trotzdem könnte ich eigentlich auch alle die Sachen aktivieren, oder? Ja, lol. Haha, wie geil ist das denn? Solange ich nicht das Ding hier aktiviere, kann ich quasi aktivieren, was ich möchte. Ich bleibe trotzdem im Idle drin. Auch wenn die Hälfte davon natürlich keinen Sinn macht, ohne Klicken, klar. Aber Hauptsache, ich habe die Freiheit, es zu tätigen. Denn auch die Freiheit, sinnfreie Sachen zu machen, ist eine Freiheit, die ja, den Kopf frei macht, wenn man irgendwie, keine Ahnung. Jutschen, dann würde ich mal sagen, war's das mit der Folge. Dann sehen wir uns morgen, beziehungsweise ich weiß, nee, das müsste jetzt für euch die von dieser Woche die erste, also sehen wir uns dann heute nochmal wieder. Ist es gerade ein bisschen verwirrend. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schau mit V, bis dann, verpisst euch, Bitches.